Hallo Leute, weiter geht's mit Castlevania Legacy of Darkness. In der Zwischenzeit ist es Tag geworden und ich habe mir auch mein letztes Video angesehen. Ich war tatsächlich einfach nur blind. Als wir da den Bus gekillt haben, da war auch so eine Apparatur, wie wir sie schon mal gesehen haben, aber halt ohne den Kurbelhebel, könnte man sagen. Und da habe ich einfach nicht drauf geachtet, offenbar. Ja, man muss hier wirklich sich alles genauer ansehen, weil ansonsten sieht man den ganzen Quatsch hier gar nicht. Es ist grafisch-technisch manchmal nicht wirklich zu sehen. Geh weg da oben. Ob etwas jetzt wichtig ist. Oh. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ja, ob jetzt irgendwas wichtig ist. Oder ob es einfach nur quasi Deko sein soll. Sieht man teilweise nicht. Das ist ein bisschen schade, aber wäre ja in der Realität auch so. Da wird auch nicht irgendetwas Wichtiges, ja, besonders gut beleuchtet oder es blinkt oder funkelt, keine Ahnung. Also kann man da jetzt eigentlich gar nichts sagen, dass das schlecht ist. Oh Gott. So. Ja, dieser Weg ist wesentlich angenehmer. So, sag tschüss. Meins. Oh Gott. Ich glaube, das Ding vergesse ich jedes Mal, kann das sein? Verflucht. Und jetzt gehen wir. Sehr schön. Und ich glaube, wir sind schon oben jetzt, oder? So, wir speichern nochmal. Kann ja nie schaden. So, gut und zack. Nichts mehr drin, alles klar. Mach auf da. So, jetzt müssen wir wieder... Ja, hier, das Ding, das habe ich einfach so übersehen. Super, nicht wahr? Da ist etwas, das die Eisenstange öffnen und schließen kann. Einige Worte sind eingraviert. Schließe alle geöffneten Augenlider. Ja, da steht jetzt Augenlider, ja. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ja, betätigen bitte. Sonst hätte ich das nicht da reingesteckt. Ja, jetzt haben wir beides aktiviert. Jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren. Was? Warum geht jetzt da was zu? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich kann es nicht nochmal betätigen. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ist hier eigentlich nichts passiert? Ja doch, es ist eigentlich was passiert, aber es bringt mir jetzt eigentlich nichts. Nee, ist immer noch zu. Aber das hier war geöffnet, oder? Ja, ich konnte da reingehen. Ich check's nicht. Muss ich jetzt nochmal hier hoch vielleicht? Moment, ich werde jetzt mal eine Mondkarte verwenden, auch wenn das jetzt Verschwendung ist. Ich habe 5 Stück. Benutzen. Abbrechen. Ja. Ja, jetzt ist Nacht. Gehe ich halt nochmal hier rein. Hatte ich das Ding nicht aktiviert? Doch, ich hatte das aktiviert, oder? Ganz sicher hatte ich das aktiviert. Verstehe, wer will. Ich nicht. So, du fällst, das ist in Ordnung. Und ab da oben kommen wieder die fiesen Klingen. Hier nämlich. Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht allzu dumm an hier. Immer schön mit Bedacht spielen. Kommt da auch was runter? Nö, offenbar nicht. Gut. Hier hoch. Das war gut knapp. Scheiße. Das war verdammt knapp. So, komm runter. Gut. Dann hier hinstellen. Okay. Jetzt hierauf. Hierauf und gleich weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Nein! Was? Oh Gott. Welche von diesen verdammten Treppen ist das? Scheiße, da bin ich jetzt schon ein paar Mal drauf reingefahren. Aber beim ersten Mal nicht, oder? Oh Gott, das wird wieder so ein Rotz hier. Einfach durch, einfach durch. Oh! Da war's. Springen! Nee, das war's auch nicht. Die nächste Treppe. Die müsste ja jetzt... Nee, es war doch die.
Mann, stell dich doch bitte besser hin. Okay. Ja, jetzt hier drauf. Da drauf und gleich weiter. Oh, habt ihr gesehen? Da war es wieder. Da war es wieder. So, fick dich da drüben. Das mit. Nehm's mit. Auch wenn es gefährlich ist. Wir springen einfach. Wir springen einfach. So. Gut. Habe ich jetzt diesen Hebel hier tatsächlich nicht betätigt? Hä? Komm her. Ja. Hä? Doch, ich habe den betätigt. Ganz bestimmt. Das ist mir jetzt echt zu hoch. Also es geht auf jeden Fall etwas auf, aber... Halt, jetzt gehen beide Tore auf. Okay. Muss man das Ding offenbar zweimal betätigen? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir halt mal speichern. Unbedingt. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall offen. Und wenn dann irgendwo ein Boss kommt, dann muss ich dann sogar ein Stück Fleisch essen, würde ich behaupten. Weil ich bin nicht mehr ganz gut dabei mit der Energie. Mann, da piss dich. Mann, ich gehe einfach. Komm, ihr seid doch scheiße, seid ihr. Also jetzt nicht ihr, die ihr mir zuseht. Keine Sorge. Nee, die blöden Skelette hier. Wo komme ich nach? Da komme ich nach unten. So. Haben wir dieses eigentlich nicht schwere Rätsel... Ne, ich wollte schon sagen. Nicht schwere Rätsel gelöst. Hatte ich jetzt schon Probleme damit. Unglaublich eigentlich. Naja. Kann ja mal passieren, nicht wahr? Mach das auch nochmal kaputt hier. So, nichts mehr drin. Gut. Rein ins Schloss. Ich glaube, wir haben wieder einen Abschnitt geschafft. Ja. Es gibt keinen zurück, okay. Oh nein. Oh nein, das Labyrinth. Oh fuck. Ja, ich wollte schon sagen, gleich kommen Viecher. Ja, ihr nämlich. Oh nein, ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Ha, bist du schon tot? Du bist schon tot. Mann! Mann, erledige doch das Vieh hier. Schnell! Jawohl, das war gut, das war gut. Das war sehr gut. Ich habe ein Messer gekriegt. Die Viecher haben gar nicht so viel ausgehalten. Das war gut. Hä? Ja klar, noch so ein Vieh. Natürlich. Was? Was? Ich brenne. Ja, fick dich doch. Komm, leck mich. Leck mich doch ganz fett. Am Arsch hier. Ah! So, mit einer Wolfsklaue geht denn das schon. Mann! Ja, du bewegst dich gerade nicht. Ich muss dich töten. Zack. Und mit dem Messer noch. Zack. So, jetzt aber. Oh, haben Weihwasser gekriegt. Ich habe 91 Punkte. Das ist schon mal gut. Heilkristall nehme ich auch mit. Weiß ich immer noch nicht, für was das gut ist. Steht das nicht da? Hier meine ich. Heilmittel. Aha. Erneuert ganze Kraft und Kondition. Nicht benutzen, nein. Heilkristalle. Wendet den Vampirfluch ab. Kristall reinigt das Blut. Ah, ich verstehe. Bei Vergiftungen. Aha. Sonnenkarte, Mondkarte, ja, die sind klar. Ja, gut. Oh, dieses Labyrinth. Oh, nein. Noch so ein verdammtes Drecksvieh. Ja, ja. Oh ja, das Weihwasser ist geil. Das Weihwasser ist verdammt geil. Das behalte ich jetzt. So, mach das hier noch kaputt. Ja, ich wollte sagen, es wurde dunkel irgendwie. Also musste da noch was kommen, aber... Keine Ahnung. Das ist bestimmt eine Falle. Mein Fleisch? Gut. Hier war irgendwie was Dummes.
Hier war was ganz Dummes, glaube ich. Hoch da. Erstmal. Oh Gott, da oben ist ein Geist oder irgendwas. Schnell weg. Wurde ich getroffen oder? Ja, natürlich wurde ich getroffen. Die könnte es auch anders sein. Was ist das hier? Hier liegt der Herr dieses Anwesens, Master Aldrey. Möchten Sie Schalter drücken? Ja, mach halt mal. Weiß nicht, was passiert. Ja, das sind wieder diese Scheißgeister. Geh weg, du! Nein, 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 nein. Und bam! Ist hier drin noch was vielleicht? Irgendwie, keine Ahnung. Nö. Kann ich da rauf? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon nicht gecheckt, wie ich da hochkomme. Kann das sein? Ja, ich glaube. Es fällt mir jetzt gerade wie Schuppen von den Augen. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich wüsste ja auch nicht wie. War das gar kein Labyrinth? Oh, ja, Fleisch, Fleisch. Ich will Fleisch. Ja, ich will nichts verpassen. Alles mitnehmen, das geht. Du stirbst. Was steht denn hier? Hier liegt mein geliebter Sohn, Henry. Möchten Sie drücken? Ja. Das mitnehmen. Wer liegt hier? Hier liegt meine geliebte Frau, Mary. Ja, drücken wir auch. Warum auch immer. Und hier liegt... Der Grabstein ist so beschädigt, dass er unlesbar ist. Gut. Nichts geschieht. Warum nicht? Habe ich irgendwie... Hä? Habe ich irgendwie eine falsche Reihenfolge genommen oder was? Also wir haben den Typen, wir haben die Frau und wir haben den Sohn. Nehme an, das war jetzt, keine Ahnung, der Großvater vielleicht oder so. Nehmen wir den hier. Das war der Hausherr. Ja. Zack. Dann würde ich gerne die Frau nehmen. Die Frau war hier. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, nicht hier. Nein, 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 nein. So, zack, stirb. Hier war dann die Frau. Ja, Schalter drücken, ja. Und jetzt den Sohn vielleicht. Was? Nein, hier bitte. So. Sohn. Nichts geschieht. Was kann ich denn noch tun, verdammt? Versuch's halt mal andersrum. Hört ihr das? Ich glaube, das ist die da drüben. Warum ich die sage, keine Ahnung. Was könnte ich denn sonst noch versuchen? Versuch's einfach. Verdammt nochmal. Hier, nimm das. Ich glaube, ich versuch's einfach nochmal. Ja, ich will jetzt das wissen. So. Erst den Mann. Dann nehme ich die Frau. Ja, ich will die Items da oben haben eigentlich. So, ja, dann die Frau. Zack. Dann das hier. Henry, ja, und nun das Unbekannte. Oder muss ich irgendwie mit den Anfangsbuchstaben arbeiten? Das könnte auch sein. Wow, geh weg. So. Hä? Aha! Aha, sieh einer an. Aha. Rätsel gelöst. Alles mitnehmen. Alles, unbedingt. Gut, was habe ich jetzt gemacht? Der Hausherr, die Frau, der Sohn und das Unbekannte. Ja, ist hier auch noch was? Kann ich das auch nehmen? Eine Rose ist in einem Stein auf dem Springbrunnen eingraviert. Eine Rose. Ah, eine Rose. Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Aha. So, gebt ihr mir noch was? Nö, die Axt will ich ganz bestimmt nicht haben. Fickt euch. Okay, ich glaube, ich speichere nochmal, weil wir haben das Rätsel gelöst. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Castlevania Legacy of Darkness. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.